habe ich Eisen gefunden gerade. Manchmal kommt das Eisen ja gleich zum Vorschein, wenn man hier irgendwo hinläuft. Ich hoffe, dass es jetzt hier auch so der Fall ist. Wenn man die ganze Zeit nur gräbt und nichts findet, ist es auch irgendwann mal frustrierend. Da drüben ist auch noch Eisen. Da unten ist die Mine. Die natürlich auch schon in Vergessenheit geraten ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt kriege, werde abtragen. Und ich kriege es nicht. Obwohl ich Eisen so dringend brauche gerade. Ja, da wird es wieder nur ein Abtrageprogramm geben. Ansonsten müssen wir uns diesen großen Felsen vornehmen, den wir noch draußen haben. Dass wir uns den vielleicht abtragen. Hm. Ich weiß ja nicht, ob ich in der Mine dort unten irgendwie was finde. Irgendwas Eisenmäßiges. Ansonsten habe ich ja soweit schon alles abgetragen, ja, so wie es aussieht. So braucht man nie Eisen, nie. Sonst braucht man das nie, das Zeug. Aber jetzt, so man es braucht, findet man natürlich wieder nichts. Hier ist Eisen. Aber leider auch wieder viel zu wenig. Ist schwierig, noch irgendwie Eisen zu finden. Hm. Kohle? Dann nehmen wir uns die auch gleich mal mit. Kohle ist immer gut. Davon kann man sich auch wieder Fackeln bauen. Oder halt einen Ofen anheizen. Und Eisen. Sehr gut. Ich hoffe auch ein bisschen mehr. Ja, da hinten befindet sich noch was. Das ist sehr schön. Natürlich die Spitzhacke weg. Hier drüben haben wir noch die nächste Kohle. Okay. Ich hoffe, das reicht jetzt. Also ich finde jetzt noch irgendwo hier was. Jetzt erstmal irgendwie wieder nach oben. Wir erklimmen jetzt die Felsen hier und versuchen. Jetzt bin ich gerade vor der Fledermaus erschrocken. Und wir erklimmen uns jetzt hier wieder nach oben. So gut wie es geht. Was haben wir hier? Ach so, hier haben wir uns sowas gebaut. Ich würde aber jetzt trotzdem gern wieder nach oben wollen jetzt. Hoch an die frische Luft. Ah, hier sind wir ja schon wieder. Sehr schön. Sehr schön. Hm.
Kein Holz mehr hier überall drinne. Muss ich wieder Holz holen. Anders geht's ja nicht, in dem Sinne. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Haken. Die Haken, sage ich schon, die Äxte. Halt. Wieder ganz verpeilt hier. Habe ich wieder alles verstellt hier. So. Kommt das Holz hier rein und das Eisen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel man jetzt damit... Bin ich doof, Leute? Hier, das muss so sein. Bin schon ganz irritiert hier. So, muss erstmal einen kleinen Schluck trinken. Verzeiht mir das mal jetzt. Mal ganz kurz. Ist nur ganz normales Wasser, wer fragt. So. Mal gucken. Jedenfalls brauchen wir von diesen Eisenblöcken 6 Stück. Um sich das zu bauen, was man sich jetzt gerade vorstellt. Ich glaube, nach der Folge mache ich dann, glaube ich, noch mal eine. Ich mach das weg hier. Wenigstens ein klein wenig. Jetzt fühle ich mich so eingeengt hier. Ist das Mikro ein bisschen weit weg hier? Ich finde schon. Vielleicht soll ich auch ein bisschen näher ranrücken, damit man mich besser versteht hier. Ist hier dahinter noch irgendwie was? Jemand auf Krampf jetzt nach dem Eisen sucht, ne? Sonst braucht man das Zeug nie. Weil dann, wenn man es braucht, dann sucht man wirklich auf Krampf. Gut, hier ist das Wasser irgendwie reingeflutet. Das mache ich mal zu hier. Weil sonst schwimmt mir das Zeug oberst in der Gegend rum. Lehm, was ist, wenn ich mir den Lehm hier oben abtrage? Was passiert denn da? Kommt das Wasser hier raus? Schauen wir mal, was gibt's denn hier unten noch? Hier habe ich noch mal Kohle. Ah! Gottes Willen. Das war jetzt Glückssache, dass hier unten jetzt das Wasser war. Meine Fresse. Mein armes Herz. Mein armes Herz. So, hier haben wir auch noch mal Kohle. Das holen wir uns natürlich auch. Auch wenn es ein bisschen kopfüber ist, aber es funktioniert trotzdem. So, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel rede jetzt, da irgendwie die Luft schon wieder raus ist hier. Ich weiß auch nie warum jetzt gerade, aber ich bin jetzt auch nicht so gesprächsthemahaft jetzt hier oder wie man das jetzt genau nennt, aber ja, irgendwann wird es mal zu lang.